So, wir befinden uns hier erneut in der Residenz des Grafen von Saint-Germain. Grüß Gott, Herr Graf. Freut mich, es freut mich. Danke, Herr Graf. Er residiert, wie wir wissen, zurzeit in Salzburg für Monate, Jahre. Wir wissen es nicht genau. Er möchte es uns auch nicht verraten. Aber wir sind froh, solange wir Sie in unserem Jahrhundert begrüßen dürfen, Herr Graf, bevor Sie wieder durch die Zeiten entschwinden. Herr Graf, eine persönliche Frage. Es gibt in Italien eine ja, Kommune, die Kommune der Temponauten. Ist das Ihre Kommune, und zwar die Damhahn-Hur? Haben Sie davon schon gehört, Herr Graf? Haben Sie mit denen etwas zu tun? Ja, es ist folgendermaßen, ich habe schon davon gehört, aber es ist mir abgeraten worden, davon mit dieser Gruppierung auf Näheres einzulassen. Ich weiß auch nicht. Ja, reisen die ebenfalls durch die Zeit wie Sie, Herr Graf? Ja, ich will noch nicht mit der Sprache raus. Okay, nächste Frage, Herr Graf. Es gibt ja noch einen ganz berühmten Temponauten, noch einen berühmten Zeitreisenden, und zwar Erich von Däniken. Sie lachen. Sind Sie mit Erich auch schon mal verreist? Ja, Erich. Es ist so ein lustiger Knabe. Und so freundlich. Ja, ist ein sehr sympathischer Kerl. Ja. In welcher Zeit wart ihr gemeinsam? Wir waren zusammen. Kann mich noch erinnern, wie wir uns gestern gewesen wären, zeigen wir uns den. Oh, verstehe. Verstehe. Haben Sie gelebt unter den Akzenten mit Erich gemeinsam? Wir haben zusammen gelebt. Wir waren circa 2 Monate im Aztekenreich. Ja, da muss ich natürlich nachhaken. Sind Sie da auf Außerirdische gestoßen, Herr Graf? Auf Restspuren außerirdischer Zivilisationen. Aha, okay, gut, aber nur Restspuren. Nur Restspuren. Waren Sie irgendwann in irgendeiner Ära, wo Sie auf außerirdische Lebensformen wirklich persönlich Ja, getroffen sind? aber natürlich. Wann war das, Herr Graf? Natürlich. Das war auch so. Ja. Vor circa, ich würde sagen, 12.000 Jahren. Faszinierend, Herr Graf. Das war ja zur Zeit des Atlantischen Reiches, wie Sie mir schon berichtet haben, ja, was dann ja durch die Sintflut untergegangen ist. Wissen Sie denn aus persönlicher Erfahrung, Herr Graf, was diese Sintflut ausgelöst hat? War es ein kosmischer Einschlag? War es ein Polsprung? Was war es? Es war eine furchtbare Zeit. Es war eine furchtbare Zeit. Man kann sich das nicht vorstellen, wie die Erde darunter gelitten hat, dieses alles auszubeuten, diese Gier nach unermesslichem Reichtum, man kann es nicht in Worte fassen, nach Streben, wahrer Göttlichkeit, nach diese Wesen zum damaligen Zeitpunkt, die sich auf der Erde befunden haben, sie waren grauenhaft aus menschlicher Sicht betrachtet. War das Reptiloide, Herr Graf, oder was waren es für Erscheinungsformen? Es waren mehrere Rassen, das und Verschiedene. das, verschiedene Rassen auf der Herr Erde. Graf, ich glaube, Sie haben Besuch. Wir werden ganz kurz unterbrechen, wenn Sie uns gleich weiter davon erzählen. Dankeschön fürs Erste. Bitte.